Sensoren werden immer kleiner, doch sie leisten Großes in der Medizintechnik. Ohne sie könnten viele automatisierte Abläufe nicht durch technische Geräte übernommen werden. Die COMPAMED 2019 zeigt, in welchen Bereichen sie überall eingesetzt werden können. Unsere Sensoren werden eingesetzt für den Bereich der Flüssigkeitserkennung bzw. des Flüssigkeitsflusses, insbesondere die Blasenerkennung und die Verschlusserkennung. Das ist natürlich besonders wichtig im Bereich von Dialysegeräten oder von Bluthandlingssystemen. Sensoren sind in der Medizintechnik sehr wichtig, da immer häufiger auch das Aufnehmen von medizinischen Daten, von medizinischen Messwerten wichtig sind, anhand deren dann Therapien weiterentwickelt werden. Und hier sind die Ärzte und auch die Entwickler der Geräte auf sehr präzise Daten angewiesen, um hier die richtigen Rückschlüsse auf bestimmte Krankheitsverläufe schließen zu können. Also Beschichtungen für Biosensoren sind sehr wichtig, weil sie eigentlich den Biosensor erst spezifisch machen. Anders misst es irgendetwas und nur wenn eine Beschichtung drauf ist und ein Biomarker, dann kann man eigentlich einen bestimmten Analyt, der für eine bestimmte Krankheit spezifisch ist, messen. Also wir haben dieses Jahr unsere neuen hydrophilen proteinabweisenden Beschichtungen für Plastik, mikrofluidische Chips mitgebracht. Mikrofluidische Chips werden mehr und mehr in Biosensoren eingesetzt. Und eigentlich hat man in den letzten Jahren einen Trend beobachtet, wo es von Glas zu Plastik hinläuft. Plastik hat allerdings das Problem, dass es andere Eigenschaften hat und dafür müssen wir eine Beschichtung anbringen. Somit wird es hydrophil, also die Plastikchips, die funktionieren wie ein Glaschip und vor allen Dingen werden sie auch Protein abweisen. Das heißt, den Analyt, den man eigentlich messen will, der bleibt nicht an den Kanälen kleben, sondern man kann ihn wirklich messen. Also wir zeigen dieses Jahr auf der COMPAMED hier unser Sensorportfolio für Anwendung in der Beatmung. Wir können mit unseren Gasflusssensoren Flüsse zum Beispiel auf der inspiratorischen oder expiratorischen Seite messen, proximal zum Patienten oder zum Beispiel im Gasmischer selber. Wir zeigen dieses Jahr auch zum ersten Mal eine Anwendung rund um das Thema Inhalatoren. Wir zeigen, wie man mit unseren Differenzdrucksensoren den Fluss durch Inhalatoren messen kann und dadurch die Asthmatherapie überwachen kann. Und das bedingt dann nicht nur, dass die Patienten ihren Inhalator besser verwenden, dass die Medikation tiefer in die Lunge gerät, sondern könnte auch ganz neue Möglichkeiten in der Asthmatherapie eröffnen. Für uns ist die COMPAMED besonders interessant, weil wir hier auf die Hersteller von Medizingeräten treffen, die unsere Komponenten dann sehr gut integrieren können. Und vor allen Dingen treffen wir hier auf ein sehr internationales Publikum, das uns als weltweit operierendem Unternehmen natürlich auch sehr entgegenkommt.